meine Lieben, ja, heute kommt mal wieder, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, ein Con-Bericht. Ja, ich war nämlich gestern in Coburg auf der X-Mess-Con. Ja, das war so eine Weihnachts-Convention in Coburg, die allererste, die jetzt in Coburg stattgefunden hat, in meiner Nähe, wo ich mal keine halbe Weltreise machen musste. Das war wirklich schön. Ja. Ich war mit meinem Freund dort und eine gute Freundin, die ich aus der Berufsschule kenne und die ich seit 6 Jahren nicht gesehen habe, die kam auch mit einer Freundin. Und wir sind dann zu viert über die Con und haben uns da auch ein paar Programmpunkte angesehen auf der Bühne. Und ja, es war sehr schön und es war auch voll, also es war gut besucht. Super tolle Cosplayer waren da. Ich war natürlich wieder als Hanji unterwegs, wie ihr auch schon in den Videos und so in den auf den Bildern ja gesehen habt, war ich wieder als Hanji unterwegs. Und ja, ich wurde sogar auch ein paar Mal gefragt, ob die Leute Bilder von mir machen dürfen oder halt oder mit mir. Also es war schon echt cool, das ist so. Ja, es ist trotzdem schön, dass auch wenn mein Cosplay gekauft ist, dass es wirklich so viel wertgeschätzt wird, dass da auch Bilder mitgemacht werden. Und wie gesagt, es waren auch super tolle Cosplayer da. Wir haben ständig eine Misa Amane und einen Al getroffen. Die sind uns keine Ahnung wie oft bei mir gelaufen. Und also wir haben mit denen auch gequatscht und getan und gemacht. Also die waren echt auch total nett. Und also war eine super tolle Convention. Ich habe mich so gefreut, dass es in Coburg mal eine Convention gibt und es war wirklich so schön. Es war auch so weihnachtlich dekoriert. Es waren auch super Händler da. Es war Rune war wieder da. Auch wieder mit total vielen Funko Pops und Figurenauswahl und auch wieder mit ihrem Drehautomaten, mit diesen Kugeln, mit den Losen, wo ich wieder mal eine Bleach-Postkarte gezogen habe. Also ich habe echt, also Bleach verfolgt mich echt. Ja, und dann waren noch so andere Händler da, die auch so ein bisschen verkauft haben. WhatsApp Johnny war auch wieder da, aber da habe ich mal kein T-Shirt gekauft. Dafür hat mein Freund und meine Freundin sich eingedeckt bei ihm mit Klamotten und Collegejacken und so. Also die haben ganz schön bei ihm Geld gelassen. Und ja, auch viele Künstler waren natürlich da. Es gab wieder ein Bring and Buy, also so Flohmarkt. Also da konnten die Leute, die halt... Besucher konnten da sich voranmelden, mussten das Zeug dann bei denen abgeben, also bei dem Personal, bei dem X-Mess-Personal, sag ich jetzt mal, die halt für diesen Bring-and-Buy eben verantwortlich waren, mussten eben auch eine Liste führen, was das ist, wie viel die dafür wollen, mussten selber ihre Aufkleber drauf babbeln auf den Sachen und da habe ich auch 2 Sachen gefunden für jeweils 5 Euro und ja, dann gab es auch noch eine Thai-Massage, die hat mein Freund sich gegönnt. Für 5 Euro wurde er für 10 Minuten mal so richtig durchgeknetet. Hat ihn auch sehr gut getan. Es war auch seine erste Convention. Und ja, aber so im Großen und Ganzen war es echt eine richtig tolle Con. Und es war ein schöner Abschluss für dieses Jahr. Es war, ja, ich war jetzt auf 4 Convention diesen Jahres. Und es war ein sehr erfolgreiches Convention-Jahr. Und ich freue mich, dass mein Traum endlich in Erfüllung gegangen ist, mal auf eine Con zu gehen. Eigentlich wollte ich nur mal auf eine Con gehen, um überhaupt mal dieses Feeling zu haben. Und jetzt gleich mal 4 Mal, das war schon cool. Mal gucken, was sich so nächstes Jahr ergibt. So Animagic ist ja in Planung. Mal gucken, vielleicht klappt es ja auch mit der LBM. Mal schauen. Und vielleicht auch Jenako oder und Franco vielleicht auch mit meinem Freund. Habe ich ja auch schon mit ihm so ein bisschen gequatscht drüber. Also er würde gerne, weil er war gestern auf Folge 7. War ja wie gesagt seine erste und ja, da hat er... Der hat die ganze Zeit gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, genau. Und ich möchte euch natürlich auch in diesem Video zeigen, was ich mir so gekauft habe. Also ich bin auch ein bisschen Geld losgeworden. Ich habe meinen Brauch beigelassen. Ich habe mir wieder eine Funko Pop gekauft. Auf dem Comic Park war es ja der Ciel aus Black Butler. Auf der Jenako war es ja Mika von Zero of the End. Und es ist wieder ein Funko von Zero of the End geworden. Und ja, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, bevor das Video noch länger wird. Ja, wie gesagt, als erstes habe ich mir einen Funko gekauft. Und zwar ist es diesmal der gute Yu. Ja, damit mein Mika nicht mehr so ganz alleine ist, habe ich mir Yu gekauft. Auch weil ich Yu natürlich mag, Mika natürlich mehr, aber Yu ist auch ein toller Charakter. Und so schaut der gute junge Mann aus, der Yu.
Und ja, dafür gibt es natürlich auch noch eine Review. Gekostet hat er 17,50, also wie auf der Jenako. Wie mein Mika auf der Jenako und wie mein Biel auf dem Comic Park. Und ja, sie hatten eine echt gute Auswahl. Also wirklich verschiedenste Funko Pops aus den verschiedensten Serien aus Animes, Science-Fiction-Filmen und was weiß ich nicht alles. Also da konnte man sich wirklich tot kaufen. Ja, dann habe ich mir endlich jetzt mal eine Katze gekauft. Eine Memoneko. Wer das nicht weiß, was das ist, es ist sowas. Ja, ich habe ja schon sowas in klein, die habe ich mir mal in Bamberg in dem Comicladen gekauft für 10 Euro. Das ist so eine kleine, die ist vielleicht so handgroß. Und die habe ich mir jetzt gekauft bei Rune. Also den Funko habe ich auch von Rune übrigens. Die hat mich 25 Euro gekostet, die hatten auch für 20 Euro haben sie da, aber die war vielleicht so, also die war nicht groß. Und dann habe ich mir gedacht, dann legst du 5 Euro drauf und dann habe ich gleich eine große, weil die wollte ich schon immer haben. Weil die will ich auch als Kissen mitbekommen, so abends auf der Couch. Und ja, so ein bisschen mit Regenbogenohren und mit Regenbogenohren. Und ja, also wirklich sehr, sehr süß. Und die ist so blau, die ist echt schön. Also ich liebe die. Und ich wollte schon immer eine kaufen. Aber irgendwie habe ich dann, auf der Jena Kuh wollte ich mir schon eine holen. Plus irgendwie habe ich dann mehr Geld für irgendwas anderes ausgegeben, wie dann für so eine Memoneko. Und deswegen, ja, ist es dann endlich mal, habe ich gleich zu Anfang mir eine Katze gekauft, weil sonst hätte ich das Geld wieder anderweitig ausgegeben, hätte ich wieder kein Geld übrig gehabt. Weil dann später war ja auch noch eine Anime-Disco, da wurden auch Anime-Lieder und japanische Lieder gespielt, also war auch eine super Stimmung, also war auch schön. War aber so ein Extra-Ticket, also es gab einmal das normale Tagesticket für die Con und einmal halt noch so ein Doppel-Ticket eben für die. Es gab auch noch ein Anime-Kino und halt eben diese Anime-Disco und die hatte man nur, wenn man halt diese limitierte Karte, diese Kombi-Karte gekauft hat und die haben die ja gleich vorgestellt, sobald sie ja vorgestellbar waren. Und ja, genau. Ja, und dieses gute Stück hat mich 25 Euro gekostet und ich bin glücklich. Ja, dann habe ich mir, wie gesagt, bei dem Bring and Buy habe ich mir zwei Sachen gekauft. Zwei Retro-Sachen, sag ich jetzt mal, also die nicht mehr ganz so jung sind. Und zwar habe ich mir beim ersten Anlauf, wo wir drinnen waren in dem Raum, habe ich mir von Shaman King ein Kartendeck gekauft. Ja, der oder diejenige wollte dafür nur 5 Euro und dafür so, ey, 5 Euro nimmst du mit. Ja, das ist so ein Kartendeck, auch hier mit einer DVD, also das sind zwei Folgen drauf. Aber auf Englisch, also die Karten sind auch auf Englisch, aber ist egal, Hauptsache haben, Shaman King haben. Und ja, und da ist eben das Logo von da drauf mit Jo und Amidamago und hier ist dann noch eine Special Card drin und hier sieht man auch die DVD. Und ja, darüber mache ich auch noch so eine kleine Review, also zeige ich euch auch mal in einem extra Video, zeige ich euch mal die einzelnen Karten, weil da sind nämlich noch so Special Karten raus und, dabei, wo man so aus der dickeren Pappe, wo man noch so hochziehen kann, da kommt dann irgendwie so, dann ist so ein Special-Effekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall zeige ich euch das auch mal. Und das habe ich zufälligerweise auch mal bei eBay oder Amazon habe ich das mal so gesehen. Und da wollten die, glaube ich, 30 oder 40 Euro für und ich war irgendwie 5 Euro mit. Da haben wir gebraucht, ne? Ja, und beim zweiten Anlauf dann beim Bring and Buy, wo wir dann nochmal in dem Raum waren, habe ich dann etwas gesehen, wo ich gleich so eine Schnappatmung gehabt habe. Und zwar, ich hatte ja damals den Digimon-Film, den alten. Und der ist aber dann leider verschwunden durch die ganzen Umzüge. Und ich war ja in dem Film auch damals im Kino und ich habe dann die DVD gesehen und auch für 5 Euro und den musste ich mir auch holen. Also wer den Film nicht kennt, der hat was verpasst. Also der Film ist mega. Ich war damals im Kino, wie gesagt, und kenne ihn in- und auswendig. Man kann ihn zwar auch online schauen, auf YouTube, aber auf DVD ist halt trotzdem immer noch was anderes. Ne? Und ja, genau. Also darüber mache ich jetzt keine Review. Weil, ne, also das ist halt das Cover, ne, mit dem Digimon, der Film. Und hier sind dann eben die Digi-Ritter aus der zweiten Staffel mit dem neuen, mit Willis und Teriamon. Und hier unten steht dann noch das Abenteuer in Spielfilmlänge. Und hier dann haben wir dann noch so ein paar Bildchen auf dem Film. Der Zeichenstil ist auch anders, aber geil. Also der Zeichenstil ist mega nice. Und ja, das ist die DVD. Ja, da kommen nämlich anfangs auch mal die alten Digi-Ritter noch vor. So Tai, Sora, Mimi, Matt, Issy, also, ne? So in der Vorgeschichte halt auch, ne?
Und ja, und es ist auch ein Wendet-Cover. Ja. Aber ich sehe. Ach nee, das ist schon gewendet wahrscheinlich. Oder ist es einfach nur. Ach nee, das ist einfach hier nur so. Also wo halt die einzelnen Kapitel von dem Film und halt nochmal das Cover. Das ist ein Wendet-Cover. Ja. Auf jeden Fall, für 5 Euro dachte ich mir, nimmst du mit, weil den Film wollte ich mir schon die ganze Zeit immer irgendwie mal bestellen, aber wenn ich den dann irgendwo online gefunden habe, war der so übertrieben teuer und ich meine, für 5 Euro kannst du nicht meckern. Jetzt hoffe ich nur noch dann heute Abend, wenn ich den Film mit meinem Freund schaue, dass der auch das DVD funktioniert. Ich hoffe. Es wäre blöd, wenn nicht. Ja, dann habe ich mir eine Chibi-Wundertüte gekauft. Also in der Chibi-Wundertüte sind jetzt mehrere Sachen, weil das sind alles so Kleingrams, was ich halt noch so gekriegt habe. Oder was noch so sich angesammelt hat an dem Tag, habe ich mir so eine, an einem Stand so eine Chibi, also es war so ein Künstlerstand, habe ich mir so eine Chibi-Wundertüte gekauft, hier wo so die verschiedensten Chibi-Versionen von den verschiedensten Anime-Charakteren drauf sind, hier Deadpool, sehe ich gerade. Und ja, die heißt Yaya-Chans. Und ja, und für 7 Euro. Und das sollte Sachen im Wert von 40 bis 50 Euro drin sein, die Sachen, die da drin waren, glaube ich aber weniger, dass die so viel wert war. Ja, als allererstes war drinne ein Heftchen, auch so mit Chibi-Versionen von den verschiedensten Anime-Covers. Also das kann man so, ne, hier, ne, kann ich so ein bisschen reinschreiben. Werde ich auch nutzen. Also ist auch eine gute Quali, also ist halt auch so, ne, so, ja, man schimmert da massiv, ja, ne? Also ist schon hochwertig, also muss ich sagen. Ja, und dann ist dann war noch ein Block drinne mit wahrscheinlich fiktiven Charakteren, zumindest sagen die mir gar nichts. Und ja, ist halt ein Block, kann man auch immer gebrauchen. Ja, dann waren noch Postkarten drinne, einmal mit dem jungen Mann und auf der anderen Seite schaut das Ganze so aus. Ja. Dann haben wir nochmal den hier. Auf der anderen Seite ist das Bild. Dann haben wir. Dann habe ich die Karte habe ich doppelt. Ne, also das ist nochmal die gleiche. Warum auch immer die doppelt drin war, keine Ahnung. Und ja, dann war noch so Kleingedöns drin. Einmal hier so ein Button. Dann noch ein Button. Also der ist aber echt süß. Dann noch so Aufkleber. Also keine Ahnung. Erinnert mich so ein bisschen an Heiji aus Conan. Ist aber nicht wahrscheinlich. Ja, dann hier. Ist auch ganz süß. Und den einzigsten, den ich davon kenne, von den Aufklebern, ist Victor aus Yuri on Ice. Also der ist auf jeden Fall echt mega goldig, der Aufkleber. Ja. Und dann habe ich hier noch so einen Anhänger. Nee, das war sogar alles, was so drin war. Sogar der Inhalt. Ja, und das ist hier noch so ein Anhänger, so ein dickerer. Mit keine Ahnung, wer das sein soll. Also wahrscheinlich auch entweder aus einem Anime, den ich überhaupt nicht kenne. Oder irgendwie ausgedacht. Keine Ahnung. Ja. Ja, und dann habe ich noch zwei Poster gekauft. Also zu der Wundertüte, also zu dieser Überraschungstüte konnte man sich noch so ein kleines Poster aussuchen aus den verschiedensten Motiven. Da gab es auch L, es gab Yuri on Ice, es gab wirklich so die aus den verschiedensten Animes, leider nicht der Attack on Titan, gab es so Chibi-Versionen und ich habe mir den guten Gaara ausgesucht. Ist er nicht süß? Ja, den konnte man sich aussuchen. Also weil da hat sie gesagt, ja, wenn man, also ne, da wollte ich wollte nur die Wundertüte und da hat die noch am Stand gemeint, so ja, darf sie dann noch so ein Mini-Poster aussuchen, eins. Und mir ist dann gleich Gaara ins Auge gesprungen. Und ich finde ihn einfach so obergoldig. Was ist denn mit meiner Kamera heute los, sag mal? Ja, also Gaara mit Katzenohren oder Hundeohren. Also echt mega goldig. Das Motiv einfach so süß. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin ich das hinhänge. Meine Wohnung ist eigentlich voll, aber Hauptsache erstmal haben. Auf jeden Fall echt mega süß. Also goldig. Ja, und dann habe ich noch bei einem anderen Stand, da hatten sie so verschiedenste Poster. Sehr, sehr hochwertig. Für 3 Euro jeweils hatten sie von Yu-Gi-Oh! Bis Dragon Ball bis Sailor Moon bis Black Butler.
Und da ist mir ein Motiv gleich ins Auge gesprungen. Und ja, das ist das hier. Und das, auch das Logo hier von Black Butler ist so richtig so silber, ne? So schimmernd silber, also mega geil. Und ja, das Motiv ist einfach so unfassbar genial. Also einfach nur Hammer. Mit Ciel und Bastion, also mega geil. Also auch das Motiv, also das Ganze ist so, ich weiß nicht, man hört es ja vielleicht. Also ist wirklich hochwertig und dick und es ist kein Papier, also es ist so... Ja, sorry Leute, mein Handy hatte gerade einen Aussetzer. Hatte gerade keinen Bock. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr hochwertiges Poster, also die Oberfläche ist auch so geriffelt. Also sehr, sehr geil. Und für 3 Euro kann man nicht meckern. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein letztes Con-Video für dieses Jahr gefallen. Mal gucken, was sich nächstes Jahr so ergibt. Vielleicht LBM mal schauen, wie das so dann geht wegen Urlaub, ob ich das frei kriege das Wochenende und ob mein Geldbeutel mir das auch erlaubt. Und aber ich werde natürlich versuchen, dann halt ab Januar Geld zuzulegen, weil ich möchte mir auch ein neues Cosplay auch zulegen, ein zweites. Und da brauche ich natürlich auch ein bisschen Geld. Und ja, mal gucken, wegen Jenako, Franco oder was ich halt noch so, oder auch der Comic Park, der ist ja auch nächstes Jahr wieder in Erfurt. Und mal gucken, was sich da so ergibt. Und Animagic ist ja auch in Planung. Also die Animagic, die ist zu, ich sag jetzt mal, 70% sicher. Also auf die freue ich mich auch am meisten. Also die wird auf jeden Fall mega, weil da sieht man auch mal, ich sag mal, bekanntere Gesichter so aus YouTube, so, ne, so Nino Tattoo und weiß ich nicht alles. Und auch Sailor Moon German und so. Und darauf freue ich mich sehr. Und mal gucken, was so nächstes Jahr so sich ergibt mit Conventions. Also ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Ich habe Blut geleckt. Ich will mehr. Also Conventions sind schon sehr, sehr geil. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sorry für die Länge. Es gab auch viel zu erzählen, viel zu zeigen. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken. Und wir sehen uns im Collection-Video hinter mir. Also ich bin froh, dass ich noch kein Collection-Video gemacht habe, weil durch die ganze Ausbeute jetzt durch die Express-Con ist ja jetzt hierzu auch was wieder dazu gekommen. Deswegen wird das nächste Video dann im Laufe der kommenden Woche ein Projektschiebel von dieser Wand sein und dann sehen wir weiter die ganzen Reviews für den Funko Pop zu der Shaman King Kartendeck und ja, also freut euch drauf und die Review zu der Artbook von der Paper Titan ist ja auch noch auf, ne? Also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, meine Lieben, kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye!